Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. In der letzten Folge habe ich mich ein bisschen dusselig angestellt. Hab's jetzt aber doch noch geschafft, die Leute hier umzulegen und jetzt erstmal hier einen Tagebucheintrag. Diese verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor, meine Anfänge mit Trinity. Als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr. Und erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit, Konstantin und ich. Als wir nur uns beide hatten. Und dann reiße ich mich los. Zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Noch mehr aus Annas Tagebuch. Was auch immer ihr fehlt, es trübt langsam ihren Verstand. Aber sie war ja auch früher kein leuchtendes Beispiel für geistige Stabilität. Da wird aber jemand gemein. Ach, nach da oben muss ich, ne? Ach, nach einer Kante greifen, ja, ne? Das geht doch voll fit hier. Wir hätten gar nicht kämpfen müssen, ich hätte einfach abhauen sollen. So. Trinity wuschelt hier die ganze Zeit rum, habe ich mir sagen lassen. Okay, davon habe ich genug. Ich stelle mal noch ein paar Explosivpfeile her. Und ein paar normale. Davon habe ich nicht genug. Aber Brandpfeile kann ich herstellen. Sehr gut. Ein Lager. Also da vorne. Ich habe unseren Feind unterschätzt. Elias ist bei meiner nutzlosen Mission gestorben. Und mein Vater wurde seit 2 Tagen nicht gesehen. Wir brauchen jeden Einzelnen gegen Trinity. Aber offenbar hat man uns den Todesstoß schon vor dem eigentlichen Kampf versetzt. Unser Glaube ist unsere Rüstung. Aber was nützt er gegen einen Feind, der mit jeder Generation stärker wird? Auch wenn wir überleben, werden unsere Kinder ihre Schlacht verlieren. Sie können nicht ewig kämpfen. Jeder neue Angriff schwächt sie für den nächsten. Eine unmögliche Aufgabe. Ah, da stimme ich zu, Lara. Das stimmt tatsächlich mal. Lager. Und Lara hat nichts zu sagen, tatsächlich. Was haben wir hier? Optimierten Camps. So, Camps. Verzögern das Abfallen der Spannung und ermöglichen eine erhöhte Haltezeit des vollständigen gespannten Bogens. Das machen wir natürlich auch. Der Bogen ist ja schon krass, ne? Deswegen machen wir mal den Bogen. Ach ja, genau, hier geht's weiter. Ne, es ist nur so eine Reflexion. Warum? Lauf! Ich habe jetzt im Leben nicht... Alter, du Stück. Du Stück. Ich hätte im Leben jetzt nicht mit so einer scheiß Katze gerechnet. Ey, jetzt mal, was soll denn der Mist? Du mieses Kackstück, jetzt mal ganz ehrlich. Eine dünne, geriffelte und zerbrochene Pfeilspitze. Kommt mir bekannt vor. Die Form erinnert an in Amerika gefundene Pfeilspitzen. Diese Technik war wohl auf der halben Welt verbreitet. Möglich? Möglich. Muss aber nicht. Oh, jetzt bin ich richtig nah an mein Mikrofon gekommen, ist aus Versehen.
Ja. Was war das? Laufen Sie, Lara. Ich weiß, die Katze ist schneller als Sie. Laufen Sie schneller. Oh Gott. Die Katze ist ein Stück Scheiße. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse diese Katze. Wo muss ich denn da hin? Oh Mann. Achtung, der Kontakt zu dem Team, das das Tal durchkämmt, ist abgebrochen. Habt ihr Sichtkontakt? Negativ. Möglicher Feindkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörungen. Aber Konstantin geht kein Risiko ein. Tschüss. Achso, ich habe den direkt ausgedingst. Okay, sehr gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, Tagebuch. Tagebuch, hallo, Lara, da ist ein Tagebuch. Das ist wichtig. Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ich trage einfache Kleidung. Für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich, hier gesehen zu werden. Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf der Welt ist. Das Zeugnis dieses Apostels deutet an, dass der Prophet in Konstantinopel so Bedeutung erlangte. Ja. Die Katze war kacke. Wollte ich nur mal anmerken. Nochmal. So, hier geht's hoch. Oh, verdammt. Ich dachte, wir müssen da irgendwie weiter, aber pff, dann nicht. Oh, Jesus. Oh. Ach, das ist die beste Erfindung, die es gibt hier in diesem Spiel. Ach, du Heilige. Oh, jetzt habe ich wieder ein paar Dingens hier. Oh, der Typ ist runtergefallen. Hm, mies. So, einmal hier rum. Hätte man auch anders lösen können. War jetzt nicht so schlau von dir, muss ich jetzt mal ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, ne? Oh, okay. Was gab's da? Da gab's was.
Ja, das hat sich jetzt ja voll gelohnt. Ja, geil. Egal. For the point. Do it for the points. Aber dass der Typ hier runtergesprungen ist, das hat mir jetzt echt ein bisschen Sorge gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Das ist jetzt nicht ihr Ernst, ne? Das ist jetzt nicht dein Ernst, Lara. Du bist jetzt nicht ehrlich darunter gefallen. Es ist wirklich so weit, was? Hält die den Atlas wirklich da drin? Und go. So, der Guy, der jumpt da jetzt runter. Oder auch nicht. Ich erledige ihn einfach so, ist ja kein Ding. Kann man auch machen. Ach, das wollte ich jetzt nicht. Guck mal, die Kiste, die habe ich jetzt da unten gelootet. Das ist sehr gut. So. Was war das? Warum schwingst du denn nicht zu Ende? Lara, was war das? Warum brichst du einfach ab? Es ist wirklich so weit, was? Hält die den Atlas wirklich da drin? Was dann? Der Atlas ist eine Karte. Was war das? Ja, komm. Zack. Zum dritten Mal. Alle guten Dinge sind ja drei. Oh. So. Mein Gott, ey. Aber ich finde es gut, dass die Wand so angemalt ist, sage ich mal. Damit ich halt sehe, wo ich doppelt springen muss. Bin ich wirklich sehr, sehr sozial von den Leuten hier. Ich glaube, ins Archiv bin ich jetzt schon fast. Ich bin schon fast drin, würde ich mal meinen. Das leckt gerade ein bisschen. Jetzt geht wieder die Kletter-Action hier los. Ah. Wir sind auf der Unterlegung, aber es ist ein neues Problem. Wir haben die Nachricht verloren. Was heißt verloren? Dann machen Sie den Risiko. Das sind der Missionsplan nach vorne. Es wird zu viele unnötige Risiken. Ziel ohne Sie erreichen? Nein, aber nicht, dass wir hier allein sind. Ich brauche taktische Unterstützung. Nein, wir haben mit diesem Tal schon alle Hände voll zu tun. Wo soll ich denn dran springen? Ach, da oben, oder wie?
Nein, das war's nicht. Versuchen wir das Ganze nochmal. Okay. Er muss da unten sein. In derselben Sekunde. Das ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los! Überleg dir mein Angebot, Lara, bevor es zu spät ist. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten hast. Ich hole mir den Atlas, Anna. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Was zur Hölle? Wow, also was ist gerade passiert? Croft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Hast du etwa Angst, dass wir ihn doch finden, Anna? Ob wir ihn aber wirklich finden, sehen wir erst in der nächsten Folge von Rise of the Tomb Raider. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und tschüss.